Richtig Bock der Druide auf alle Attribute. Gehe ich mal schwer davon aus, weil ich das jetzt nicht. Oder vielleicht der Paladin. Ich glaube, der will eher Stärke. Opferstab des Entzündens. Wait a minute. Entzünden. ...44% Entzündungstreffer. Jo, Mai! Weg mit dem Schiat. Au. Säge des Hungers? Nee. Auch nicht. Eisenhammer? Nee, auch nicht. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Okay. Oh, nochmal erhöhter Feuerschaden. Man nehme mit. Super. Wie geil, die sterben einfach alle passiv. Nice. Ach, da hab ich wieder geportet, ey. Mann. Kanalisation? Nee. Kanalisieren wird bestimmt auch noch cool. Aber gerade noch nicht. Nett. Nee. Okay. Da sind wir jetzt basically durch. Dann gehen wir noch hier so hin. Ah, da ist noch ein Big Boy. Und da war der Big Boy? Ja. Ich bräuchte noch so eine Robe, ey. So eine Robe wäre geil. Ist da? Okay, hier geht's gar nicht weiter. Gut. Dann bleibt wohl nichts anderes übrig, als den ganzen Weg wieder nach links zu gehen. Rechts. Und, wieder nach oben und dann in die Dings, in das Portal hinein. Wollen wir noch einmal gucken, was spuckt der hier aus? Nichts wirklich. Was ist das für ein Ständer da? Mit einer Blume drauf. Hui! Und wieder irgendwo hingebracht. Fireball! Alright. Dann lass uns doch gehen nach oben rechts. Das da haben wir aktiviert. Da kommen wir nicht mehr weiter. Wenn hier schon Gold rumliegt, dann nehme man es mit. Okay. Bin jetzt gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Mit der Zeitreise. Vielleicht in den Teil? Vielleicht? Ja! Ich dachte mir schon in so ein Zeitalter, wo der Tempel noch funktioniert hat.
What? Hat das das jetzt angemacht? Jetzt blinkt das da unten. Ich glaube, das hat das angemacht, ne? Dann gehen wir da doch wieder. Habe ich auch gar kein Problem damit. Irgendwie ist die... Ach, das ist ganz da hinten. Smart gemacht. Ich wollte mich gerade sagen, irgendwie hat die Map nicht resettet. Aber das war, weil einfach nur quasi so ganz rechts an den Kartenrand wir geportet wurden und deswegen die Map nicht resettet. Smart, wenn man ein Problem mit Map Reset hat. Also was heißt Problem? Actually finde ich es nicht so wirklich ein Problem, dass wenn man die Map verlässt und nochmal neu lädt, dass halt wieder alles weg ist. Finde ich irgendwie gar nicht so schlimm, weil damit sind die Maps halt actually replayable. So in der Art. Hm? Wobei, theoretisch, nee. Ich glaube, bei Diablo war das... Nee, da waren die Maps dann erkundet. Ich glaube, da waren die voll erkundet. Ich glaube, da gab es keinen... du musst die Map nochmal neu aufdecken. Die waren da actually erkundet. Naja. Och nee, jetzt sagt mir ja nicht, ich muss den anderen da auch noch aktivieren. Ah nee, okay. Doch nicht. Oh, die Sanktumsbastille. Es geht immer weiter. Was haben wir jetzt? Okay. Finally, after so long. Who are you? Sollten wir auch mal skillen? Müssen halt ganz bis da hinten hinkommen. Aber ich will jetzt erstmal... Wir skillen das da mal fertig. Ganz ehrlich, das gibt mehr... Das gibt deutlich mehr Feuerschaden. In dem anderen Skilltree weiß ich noch nicht, ob das wirklich so... So hundertprozentig Sinn macht für den Bild, den ich da spielen will. Ich hätte mir wirklich Mage sogar wählen müssen. Für so ein Bild. Oh, naja, das weiß man ja alles vorher nicht, ne? So, hier, Stiefel, das... Blablabla, nee. Nicht das, was wir wollen. Also, was soll ich? Interesting. Ach man, hier sind so viele Sachen und ich kann die nicht alle mitnehmen. Dabei könnte ich die für gut, für ja, was heißt gut Geld, ne? Also schon für so ein paar Taler könnte ich die verkaufen, ne? Jo, ich weiß. Haben wir wieder zu viel Materialien hier drin, oder was? Sortier doch mal. Kann ich eigentlich irgendwelche... Kann ich irgendwelche Götzen austauschen? Nee. Wieder nur Dienerschaden und so ein... Ja. Ja. Elementarer Widerstand. Paint Mage is real. Mage ist wirklich real. Zumindest wieder vergleiche. 41 erhöhter Elementarschaden. Ah ne, die gibt ja Elementarschaden. Stimmt, da war ja was. Die ist ja actually ganz gut. War die irgendwie bad im Kopf noch? Weiß auch nicht warum. Ja, Totengräber, abtrünniges Amulett. Nee.
Ich habe nur einen Heiltrank. Ich kann gar keine 4 tragen. Ist ehrlich nur ein Gürtel, der nur 2 tragen kann, oder was? Blitzschaden! Kritischer Widerstand. Schutz pro Sekunde, aber dafür kann ich nicht tragen. Wir lassen es jetzt einfach. Ich lasse es jetzt einfach. Ich nehme es wirklich nicht mehr mit. Ich muss wirklich gucken, dass ich diesen vermaledeiten Pyromantenstab. Zauber-Damage. Gut, aber der ist Zweihand. Der Feuerschaden ist schon ganz cool. Den könnte man mitnehmen. Und dann könnte man den nochmal hier zerschmettern. Gut, und dann kriegt man nur eine Rune der Unterkühlung raus. Danke, Spiel. Danke. Gibt's mir keine Items und jetzt gibt's mir auch keine Affixe. Danke. I like playing you game. Das Ende der Ruine. Nochmal eine Zeitsprung. Überreste des Imperators. Hi, Imperator. Na? Wie schmeckt dir mein Feuer? Weg mit ihr! Ich hab einen Fireball! Für dich! Ganz frisch! Ich kann nichts casten, weil ich hab kein Mana. There is no Mana. Au. Oh nee. Nee. Au. Was? Er ist tot. Er ist tot, aber ich bin genauso tot. Oh mein Gott. Nice. Ich kann direkt hier spawnen. Ja. I am not a man of many pockets. Oh Gott. Was haben wir hier? Nur Rotz. I am not a man of many pockets. Ja, ich weiß, dass du not a man of many pockets bist. Warum sind denn noch Gegner gewesen? Wir werfen das da mal gerade aus, weil wir nochmal einen Gürtel bekommen haben. Dieses Game. Will mich ganz doll verarschen. Danke. Und nochmal. Gibt es mir. Sag mal. Alter. Ich besiege einen Boss. Ohne Witz. Und krieg 2 Items für ein Nekro. 2. Ist okay. Ist okay, Spiel. Ich mag dich auch. Ich mag dich auch. In der Ruine vibrieren deine beiden Splitter vor Kraft, während die Leere näher kommt. Der letzte Spiegler liegt vor dir. Nimmst du ihn, wirst du als Epoche bekannt. Wirst du als das Epoche bekannte Relikt vervollständigen können. Streck mal unsere Hand entgegen. After eons alone, 3 again become 1. On the precipice of a broken world, there is hope. The epoch is reforged. As the traveler left, their real journey began. Okay, jetzt fängt die Story erst an. Also wenn jetzt, aus meiner Sicht, wenn jetzt die richtige Story anfangen würde, jetzt nochmal so ein bisschen anzieht mit dem
Es wird geil und dass da alles nur Vorgeplänkel war. Dann muss ich actually sagen, ist die Story doch ziemlich nice. Dann wäre es doch schon ziemlich nice, weil ich habe jetzt... Ich habe jetzt 13 Stunden in dem Game drin. Wenn jetzt erst quasi die Story anfängt, wäre schon geil. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das wurde nur so dahergesagt. Wir müssen erstmal das Ganze... Ich kann das alles verkaufen. Ich kann sowieso... absolut nichts damit anfangen. Nee, das... Da habe ich ja die Geilen drin. So, das sind Götzen. Aber das sind auch keine coolen Götzen. Weil die wieder ganz viel Diener-Zeug da drin haben. Ja, okay. Kritische Trefferchance, maybe sogar was Machbares. Lass mich mal noch sowas kaufen hier. Zerschmettern, zerschmettern, zerschmettern. Take care. Und dann kann man den einen Götzen hier noch reinmachen. Hier noch ein Set-Teil. Und hier irgendwie so einen Gürtel. Was, wo mache ich das denn rein? Gehört das in Ramsch? Da kann, glaube ich, auch mal verkauft werden. Das gehört, glaube ich, in Ramsch oder so. Oder sowas in der Art. Müsste auch mal sortieren. Müsste dort wahrscheinlich nach Neko und so sortieren. Weg damit. Take care. So, reden wir mal mit Gaspar. Was hat der gute Gaspar zu sagen? What? Hä? Das Vieh habe ich ja noch gar nicht gesehen. Was ist denn das für ein Vieh? Holy. Warte mal. Hä, was bist du denn? Ja, bleib doch mal stehen. Jetzt sieht man es nur noch so am Rande. Dreht das hier seine Runden? Drehst du hier deine Runden? Hier ist nochmal die komische, die dein passiven Dings zurücksetzt. Aber das müssen wir actually ja noch gar nicht machen. Denn im Moment ist das noch alles cool. Das ist auch so geil mit diesem schwarzen Loch hier im Hintergrund, ne? I like it. I really, really do. So, Gaspar. What is looks? We have identified when the void began to sweep over the world and who is likely responsible. The year 1005 in the imperial era. Okay. Wir? Many travelers have come and gone before you. The information gleaned from their adventures makes many things possible. Okay. Centuries before the world was ruined, it faced a different threat. The Immortal Empire. Yeah. They were once human, but their dark magic twisted them into a vile mockery of life. These undead fiends hunted the living at the whim of the Immortal Emperor. We believe that it was his greed for power that unleashed the void upon the world. Stopping him is our best chance at changing fate. Ja, dann hätte ich ihm aber auch sagen können. Also, da haben wir jetzt schon genug Informationen gesammelt, hätte ich ihm sagen können, dass das wahrscheinlich der Dude war. The Epoch will guide your way. It knows the weavings of fate far better than any of us. Okay. Seek out the outcast queen, leader of the living rebels, and show her the epoch. The rest will be up to you. Okay. I'm ready. Ich bin sowas von ready. Ab ins imperiale Zeitalter. Let's mother trucking go.
Oder auch nicht, wenn es nicht will. Okay, Spiel will nicht. Gut, warten wir, bis Spiel will. Da will Spiel. Das ist schon besser. Das ist besser. Okay. Wait. I cannot do that. Sind wir hier? Sind auf jeden Fall im imperialischen verstoßenen Lager. Okay, interessant. Interessant. Das sieht mir dann doch sehr linear aus, oder? Da können wir wahrscheinlich auch noch nicht rein. Wir haben hier ja auch einen Dungeon. Da könnten wir auch noch nicht rein. Oh, hello, my dude. Ja, den kennen wir doch. Den kennen wir doch. Interessant, wirklich interessant. Weil es hier so alles gibt. Also wir sind im imperialen Zeitalter, aber irgendwie sieht das hier so... Das sieht alles so weird aus. Reden wir mal mit ihm hier. Halt! Wo kommst du her? Ich möchte mit der Königin sprechen. Gut, pass auf dich auf. Ja, du, wo kommst du her? Ich bin mit der Königin. Ja, dann geh. Mach. Tu. Ist mir doch egal. Okay. Einfach so jeden an die Königin reingelassen, oder was? Bist du die Königin? Wenn du die Königin bist, dann wäre aber anders cool. Das heißt, die Rüstung? Wenn du gegen das unsterbliche Imperium eine Chance haben willst, brauchst du bessere Ausrüstung. Geh zur Schmiede und stärke dich mit ein paar Splittern. Danke, dass du mir später... danken kannst du später, okay. Ja, ja, okay. Stay safe. Was mit dir? Die ist das wirklich. Die ist legit die verstoßene Königin. Da fuck ich mir. Wer lässt denn seine Königin einfach so auf dem Marktplatz oder was das da ist rumlaufen? Hä? Macht gar keinen Sinn. Können wir in unserem Scheinlager für Verstoßene. Wenn du dich der Rebellion anschließen möchtest, bist du in guter Gesellschaft. Wenn nicht, tja, dann war es keine gute Entscheidung, herzukommen. Okay. Auf die gute Gesellschaft reicht schon. Hier, bitte. Mein Splitter. Ein Splitter! Moment, das ist ja die ganze Epoche! Du, ich bin gekommen, um den unsterblichen Imperator aufzuhalten. Ja, kann ich so sagen, ja? Ja, also, gut, die Epoche sollte ja Schlüssel sein, die wir gebraucht haben, aber... Du bist ganz schön beeindruckend, das muss ich gestehen. Danke. Ich weiß... Angenommen, dass wir dir vertrauen. Wenn du die Epoche nahe genug an den Imperator bringst, können wir ihre Macht eventuell gegen ihn einsetzen. Einer unserer Zauberer weiß, wo sich ein Geheimgang zu seiner Basis befindet, aber er wurde gefangen genommen. Er wird nach Westen gebracht, irgendwo nach Valrin. Ja, dann mache ich mich wohl am besten gleich auf dahin, ne? Hallo? Okay, jetzt. Holy moly. Hello? So, wer bist du denn? Hast du welche gehört? Über Tima? Sagt, dass Admiral Harten ein riesiger Schiffbauer, eines das den größten Schiffbauern von Lagon, die Schamesröte ins Gesicht treiben soll. Wofür braucht man denn so ein großes Schiff? Keine Ahnung. Wir gehen besten segeln über den Horizont hinaus? Dass jemand so weit geschafft hat, hat noch nie... Dass es jemand so weit geschafft hat, hat noch niemand gehört. Jo. Jo, maybe macht er das, ne? Also kann ja sein. Kann ja sehr gut sein, dass er das tut. Was macht er hier? Ach, solange die Königin hier ist, sind alle in Sicherheit. Sogar Fremde. Warum vertraust du hier so sehr? Sie uns gerettet hat. Und seit Gott weiß wie lang schon in der unsterblichen Zitadelle verfrachtet wie Schlachtvieh.
Auf einmal tauchten sie auf und erhoben sich gegen unsere Geiselnehmer. Ihre Hilfe war es uns möglich, unsere Fesseln abzustreifen und unsere Freiheit wiederzuerlangen. Danach haben wir das Verstoßenenlager errichtet, in dem wir seitdem leben. Jo, wer ist denn die eigentlich? Manche meinen, sie ist eine Älteste aus Valrin. Andere, dass sie eine Priesterin eines alten Gottes sei. Auf Gerede gebe ich ihr doch nicht viel. Ist nicht wichtig, wer sie war, sondern wer sie jetzt ist. Okay, die halten auf jeden Fall viel von ihrer verstoßenen Königin, die mitten im Lager rumrennt und die jeder abstechen kann, wie er will. Muss man ihnen auf jeden Fall lassen. Muss man ihnen lassen. What? So sehr das Imperium und dessen Taten, auf verabscheue. Ich kann es einfach nicht ertragen, die Verhöre von Mathis mit anzusehen. Ist einfach nicht richtig. Meinst du Fragezeichen, die sind tot? Ja, da wird einem ganz anders. Könnte es nicht sein, dass manche noch Menschen sind? Vielleicht erinnern sie sich noch an Vergangenes oder haben ihre Persönlichkeit bewahrt. Möglich war selbst der Imperator einmal ein guter Mensch. Auch wenn er verderbt. Auch kaum zu erkennen ist. Steckt vielleicht noch dieser gute Mensch in ihm. Yo, okay. Kennst du Tessa? Glaubst du, du könntest sie zur Vernunft bringen? Wer ist Tessa? Sie ist dafür gezeigt, dass was gerade in Tietmar geschieht, als nächstes in Valrim passieren wird. Was passiert denn da? Als wir geflohen sind, war das Imperium gerade damit beschäftigt, die letzten Lebenden zu verwandeln. Okay, dass es jetzt hier auftaucht, ist für keinen von uns gut. Tut mir außerordentlich leid. Es tut mir leid. Ja, ich will keine Sicherheit garantieren. Ich weiß zu schätzen, dass ihr einen Moment genommen habt, um zuzuhören. Vielleicht braucht nicht nur Tessa etwas. Auf bald. Wahrscheinlich ist das Tessa. Ja. Kräftige. Die haben ihre Seelen in Kaffee weggetragen. Eterra, ich bitte dich, lass noch einige von ihnen übrig sein. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Jo. Dürfen wir nicht. Dann gehen wir noch einmal zum Schmied hier. Irgendwas hat der Schmied dann für uns. Was ist? Nützliche Schmiede im verstoßenen Lager. Okay. Einfach. Okay. Okay. Why? Okay, naja, ich nehme es einfach mal hin. Hörst du? Und Sella, du bist also der Fremde. Die Königin hat uns schon von dir erzählt. Das ist schnell hierher gekommen. Aber hoffentlich nur Gutes. Sie meinte, dass wir dir helfen sollen, aber ich wüsste gerne trotzdem, ob wir dir vertrauen können. Siehst du den Imperialen da drüben? Der hat die Schlüssel zur großen Akademie. Mit ihnen kannst du dich reinschleichen und das, was sie da drin auch immer treiben mögen, aufhalten. Du bist nicht der Einzige, der zu ihr möchte, weißt du? Das unsterbliche Imperium hat uns bereits zu Anfang die Akademie genommen und wollte schon immer wissen, was da drin ist. Mal sehen, was sich da machen lässt. Ja, dann gucken wir mal. Und mit denen hier. Wer bist du denn? Imperialer Gelehrter, ihr seid alle Idioten. Der Imperator wird euch hier finden. Hat euch Götter erschlagen und sind in dem und an deren Macht gelabt. Komm runter. Yes. So, du Knochensack. Entweder unterhalten wir uns jetzt mal oder ich zeige dir, was ich von deinem sogenannten Geschenk halte. Oh, tut mir leid, ich hatte dich bemerkt. Ich bin ein bisschen beschäftigt. Was ist denn hier los? Ich habe meinen Freund hier gerade beim Spionieren erwischt. Jetzt versuche ich herauszufinden, was er weiß, wo der Rest seiner Bande ist. Leider spüren diese Bastarde keinen Schmerz. Besser vorsichtig. Ne? Also man weiß nie, wenn der unsterblich ist, keinen Schmerz spürt. Der kann schnell zum Problem werden. Sehr schnell. Gut. Wollen wir hier einmal kurz Päuschen. Ich gehe mir noch was zu trinken holen. Und dann, und wahrscheinlich einmal hier so ein bisschen Fensterchen auf. Ein bisschen Luft rein. Weil ich bin schon wieder ein wenig am müde werden. Was natürlich bad ist. Wollen wir nicht. Keinen Bock drauf. Ich will zocken. Wo ist das? Wir machen einmal den da. Und das da. Oder misst gleich. Gleich wieder. Hallo. Da bin ich wieder.
Weiter geht's mit dem guten Last Epoch. So. Wir haben, glaube ich, mit allen hier geredet. Inklusive dem Schmiedchen, den zwei da, da. Dann können wir jetzt weitergehen, ja? Was bist du denn eigentlich für jemand? Ich würde mir gerne auch... Also wenn es hier so eine Anschau geben würde, ich würde mir gerne anschauen, wie denn andere so ausgerüstet sind. Das wäre, denke ich, ganz cool. Außenbereich Valrins. Das ist der Außenbereich, noch nicht innen. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall einmal durch und dann eins weiter wahrscheinlich. Jawohl. Hallo, was bist du denn für ein Ding? Aha. Geht's hier denn? Hier geht's auf jeden Fall weiter. Wir müssen auch mal ein bisschen mehr wieder unser Elementar-Dings casten. So, Stufe 23, wir sind Stufe 28. Denke ich schon ganz in Ordnung hier. Und weg mit den ganzen Zombies. Sag mal, das sind aber viele Zombies, hä? Ist irgendwo jetzt ein Zombie-Spawner oder was? Finde ich ja mega ätzend. Schon wieder so ein Spawner-Ding dann. Ich glaube nicht. Okay. Was war das für ein Bär? Interessant. Geht's hier unten weiter? Könnte sein, ja. Ich rush mal so ein klein wenig zumindest. Also ein bisschen gucken, was so hier so überall möglich ist. Sehr schön. Hallo? Fireball. Ah, die sind quasi die laufenden Spawner. Ah, so ist das also, ja. Lass mich doch mal casten. Die sind die Spawner mit Beinen. Das wird ja immer besser hier. Und dann haben die noch eine erhöhte Verteidigung, oder was? I like. Geht echt mein Mana so ein bisschen zur Neige, ne? Echt ein wenig unschön. Aufmachen. Oh. Wir haben den Schlüssel zum lichtlosen Gehölz bekommen. Oh ja. Oh ja. Geil. Geil. Sobald, wenn wir im nächsten Gebiet sind, gehen wir da rein. Instant wird da reingegangen. Also definitiv, hundertprozentig. Das muss. Ich bin stuck in der Truhe. Holy moly.
Ich kann mich echt mit dem Spell überall hinstacken, oder was? Mann, dabei bin ich doch kein Patrick, der die ganzen Bugs findet. Warum muss ich das jetzt immer finden? Gib schon die Schlüssel gefunden. Wo ist er? Da! Schlüssel gefunden. Schlüssel gefunden, um hier reinzugehen. Da sind wir rangelaufen, aber wir konnten nicht rein, weil der Schlüssel gefehlt hat. Richtig nice. Ich hoffe, in den Dungeons gibt es so richtig geilen Shit, ey. Das wird mir sehr gut abgehen. So, ich will noch hier in das Gebiet da rein. Nicht, dass da nochmal so eine Truhe mit Schlüssel ist. Integration. Die verwende ich echt viel gerade, ne? Sind wir wieder. Wie viele Zombies sind denn bitte hier? Summer. Nee. Kein Nekro und kein Tankshit. Nee. Aus. Gibt es nicht. Ja, sie haben da was von Buggen gehört. Ich habe ein Spell, mit dem ich mich in Truhen reinbuggen kann und dann nicht mehr rauskomme. Außer wenn ich ein Spell benutze. Aber ist gut jetzt. Auf solche Zombies zu spawnen. Die will keiner. Spawner mit zwei Beinen oder zwei Flügeln, besser gesagt. Ich mit dir. Einfach mal die Bären killen. Gut, dann kann man den ganzen Weg wieder zurückgehen. Stirb! Schon wieder Zombies. Wieder so ein Spawner am Leben, oder was? Kann ich nicht mal alle ausmerzen? Mit dem Boy. Nice. Einmal runterlaufen, um dann wieder hochzulaufen wahrscheinlich. Weil die Truhe ist nämlich woanders. Oh, Level 29. Ja. Level 32 eigentlich gar nicht mehr so weit weg. Das wäre geil. Das wäre auf jeden Fall geil, wenn man das noch erreichen würde. Also immer so ein bisschen gucken auf meine Festplatte. Aber die sieht actually, glaube ich, noch gut aus. Zeigt irgendwie komischerweise immer noch 2 Stunden an. Weird. Naja, passt. Gleich fackelt einfach alles ab. Macht nichts. Portbär. Er ist geportet. Das hat er gerade eben nicht gemacht.
Nice. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen Port. Das gefällt mir ganz gut. Au. Weg mit euch. Ja, das ist schon die Türe, ne? Da ist die Tür. Huch! Ja, stell dich mitten in den Mage. Ist auch bestimmt eine gute Idee. Mitten in den Feuer, in den Feuerstrahl da rein. Ja, ja, ja. Die Idee. Grandios. Muss so. Kann der bitte. Ich hab kein Mana. Oh, ich hab kein Mana. Brauch ich so ein. Ich brauch echt ein bisschen Mana. Okay. Die Türe haben wir gesehen. Ich will noch einmal da kurz lang. Und dann können wir einmal backporten und in den Dungeon hinein. Ab in den Dungeon. Und die dann noch einmal killen. Okay. Ah, Truhe. Ha. Come on. Irgendwas Gutes. Ah, geht so. Geht so, geht so. Ja, dann will. Ach komm, dann gehen wir auch noch gerade hier unten rechts einmal kurz hin. Sneaken. Gucken, ob hier vielleicht auch noch so ein Trüchchen liegt oder so. Aber ich glaube ja weniger. Hier sind nur Gegner. Und zwar von der nervigen Sorte. Gut. Dann jetzt aber. Einmal den Port nehmen. Dann einmal hier rein? Ja. Ich weiß, dass der Held schon dabei wird, sieht dann das aus. Ja, ist richtig. Eva und ich haben uns dazu entschlossen, wir haben gar keinen Bock auf Pirates. Ergo, habe ich dann halt Last Epoch gespielt, weil einfach ich richtig Bock auf das Game. Es ist so gut. Es ist wirklich einfach gut. Man muss es auch so nennen, wie es ist. Es ist gut bis zu dem Punkt, wenn ich Loot bekomme. Dann ist ein bisschen weird. Not gonna lie. Erhöhter Feuerschaden, erhöhter Diener-Feuerschaden. Ja, das sind aber nur 9%, ne? Ne, will ich nicht austauschen, aber könnte man. Habe ich mal eine bessere Robe? Ne, natürlich nicht. Könnte. Ich will jetzt auch nicht das ganze Geld da ausgeben, um mir die Dinger da zu holen. So, du bist doch ein Götze, du kannst da auf jeden Fall reinwandern. Genau, den Schlüssel, den will ich noch behalten. Die Götzen kann man verkaufen. Be well. Ja, good game, schön dabei. Ah, nee. Sowieso, ich würde erstmal meine Kampagne hier fertig spielen. Einmal komplett durch das Game mit schön Kampagne. Ich habe übrigens, man sieht hier unten, wie viel Passiv-Belohnungspunkte man schon bekommen hat. Das ist ja geil. Okay, aber über, das ist alles. Also das ist nicht pro Map. Okay, das ist quasi für alles. I see. Aber ich würde erstmal meine Kampagne fertig machen und dann, habe ich schon zu Fabian gesagt, können wir drüber reden, dann maybe wird Game gegönnt und dann ballern wir zusammen durch. Weil ihr, glaube ich, für euch macht die Kampagne eh nicht so viel Sinn, weil es ist jetzt keine
krasse Kampagne, sodass man sagen müsste, die muss man auf jeden Fall gespielt haben. Also können wir halt einfach durchrushen. Ja? Schön bis Endgame und dann gib ihm. So. Ich will aber ins Zeitalter des Ruins. Ich will nämlich hier hin. Let's go! Aber wir können auch passiv teilen, aber erstmal Szenenwechsel hier. Erstmal Szenenwechsel. Wenn ich es denn laden würde. Human, can you hear me? Ja, ich kann dich hören. Ich kann aber auch jetzt hier reingehen, nachdem ich meinen Passivpunkt hier verteilt habe. Oh ja, oh ja, oh ja, wir haben einen Schlüssel hier. Wir haben einen verdammten Schlüssel. Let's go. Rang 1, Stufe 20, Dungeon betreten. Let's mother trucking go. Drücke D, um die Verliesfähigkeit zu aktivieren. Was für eine Verliesfähigkeit? Brennende Glut. Gegner außerhalb des Lichts der Glut verursachen erheblich mehr Schaden oder erleiden erheblich weniger Schaden. Aktiviere diese Fähigkeit, um die Glut an einen Zielort zu bewegen oder sie zurückzurufen. Solange die brennende Glut an deinem Charakter haftet, verliert sie Leuchtkraft, wenn er getroffen wird. Dadurch verkleinert sich der Radius, in dem die Glut Gegner erleuchtet. Die Menge an verlorener Leuchtkraft richtet sich nach dem verursachten Schaden an Prozentsatz des maximalen... Okay! Ja, krass. Also wait, ich kann die da hinstellen, dann muss ich halt da in der fighten wahrscheinlich. Ich muss die also immer irgendwo hinschicken, glaube ich. Ich muss die also immer irgendwo hinschicken. Und dann halt da fighten. Lass mal gucken. Ah gut, okay, also... Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt wirklich so krass viel getroffen werde. Ich werde getroffen, ja. Doch, schon. Was ist das da für ein Ding? Kann ich das überhaupt kaputt machen? Ja, kann ich. Oh mein Gott! Komm bitte. Hier bitte. Alter Fighter! Was geht hier ab? Was geht hier ab? Holy! Ich habe kein Mana mehr. Hallo? Danke. Oh, was soll denn das? Die sind. Nur noch 80% hier. Romantengürtel? Hey, Jungs! Aufhören damit. Okay. Ich schick die da rein. Und dann versuchen wir den zu fighten. Oh Gott, das wird so. Das wird jetzt heftig. Oh. Gott sei Dank bin ich gebackt hier. Gehen die ihn rein? Gute Idee. Der muss näher, der muss hier, genau, der muss hier rein. Ich hab kein Mana mehr. No Mana! Nein! Ah! Der hat mich gecastet! Ach, Gott sei Dank. So, jetzt komm, gönn. Warum Blitzschaden? Warum? Tu mir das doch nicht an. Mann, ich will Feuerschaden. Feuerschaden, kein Blitzschaden, please, game. Mach doch jetzt nicht diesen. Diese Fledermäuse da, ne? Die sind aber auch anders heftig. Was
Das ist wieder so ein... Oh nein, da sind wieder so Nester. Nee! Mann! Goddammit. Ich frag mich, wie das hier ist im Multiplayer. Da muss man ja auch die Mechaniken da haben, oder? Wie cool ist das denn dann? Come on. Fledermäuse sind wirklich anders mies. Der kriegt keinen Damage. Jetzt aber. Uffuffuffuffu. Also der verlangt schon wirklich ein bisschen was ab, der Dungeon, ey. Gefällt mir. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. Besonders wenn man halt das Licht da hat und dann quasi mit dem Licht noch spielen muss. Nice. Bist du für einen Baum? Oh, ein toter Baum, aber ein Baum, der doch schon gut Damage kann, wenn der will. Also ich muss auch definitiv jeden Winkel dieses Labyrinths oder was das da ist, dieses Dungeons erkunden. Das ist ein Muss. Okay. Mann. Fledermäuse sind wirklich ätzend. Holy shit. Da sind zwei von den... Nee, das ist nur eine. Darf ich bitte? Mann! Junge! Was bist du denn? Was? What the hell? Das Ding ist halt so imbar. Holy shit. Schnell das auch einfach hintereinander diesen Stuff castet, ey. Das ist der erste Dungeon. Das ist das erste Level von, ich glaube, 3. Gott sei Dank habe ich so einen Oh-Shit-Button mit meinem Fireball. Nein! Stirb! In dem Gift da drin stehen. I am not a man of einfach Magics. Zu schwach, jawohl. Tank-Sachen an. Ich hab doch ein Tank-Item an!
200 Rüstung plus 34% nochmal. Was soll ich hier noch holen? Mann. Guck dir das an. Ich hab 432 Rüstung. Bringt 28% weniger Damage von allen Angriffen außer Schaden über Zeit. Oh. Ich habe schon richtig krass viel Rüstung, glaube ich. Aber es ist nicht genug. Es ist nicht genug. Weil die Fledermäuse halt einfach da sind. Und die sich so denken, Rüstung, Brody, was ist das? Ich schrei dir ins Ohr. Ich kenne keine Rüstung. Ich kenne nur deine Ohren. Und die sind nicht geschützt. Jetzt haben wir Wachs reinstecken. Verbrennt! I am not a man of many pockets. Ah ja, ich weiß. Ich kann dich aber auch nicht einfach so raus. Nein! Ich wusste es! Irgendwann kommt da so ein... Oh, ich kann... Ich kann respawnen und dann verwähle ich die Verbindung zum Spielserver. GG. Spiel. GG. Wenn ich jetzt aus dem Dungeon draußen bin, ey. Ist halt wirklich so. Was einfach geht gut. Geht nicht anders. Jetzt bin ich aus dem Dungeon draußen, hab keinen Schlüssel mehr und darf nicht weitermachen. Sagt das Spiel? Also ich bin safe am Ende der Zeit. Ja. Dann gucken wir mal, ob wir nochmal da zurückkommen. Nein, weil da gibt's halt nichts. Wir reisen mal dahin. Ich habe keinen Schlüssel mehr, ne? Der wurde mir auch nicht erstattet. Wenn das jetzt... der Entwickler sein Ernst ist, dann gibt es das erste Mal, wo ich sage, das sind richtige Bonobos. Alter Falter. Das ist richtig behindert. Das ist richtig behindert. Holy fucking shit. Einfach im Dungeon gestorben, kriegt einen Verbindungsverlust und kann nicht mehr rein. Na gut, selbst wenn ich nicht gestorben wäre und hätte den Verbindung, hätte den DC bekommen, wäre ich nicht mehr reingekommen. Wow. Wow. Wirklich. Bravo. Bravo. Macht ja richtig Spaß. Nee, okay. Gut. Dann geht's halt weiter questen. Machst nix. Jo! Jo! Stinkt mir auch. Man hat nämlich auch keinen Spawn in dem Dungeon, den man dann nehmen könnte. Gutes Game Design! Gutes Game Design. Yes. Ich hätte gern meinen Schlüssel wieder. Zumal, dass das auch nicht getrackt wird, ne? Du kriegst halt dann auch einfach den Schlüssel nicht wieder.
Ich frage mich, was passiert, wenn man einfach in dem Dungeon ausloggen würde. Und dann wieder reinkommen würde. Dann wäre der ja auch weg. Dann wäre der ja genauso weg. Wie dumm einfach. Okay, jetzt kann ich verstehen, dass die Leute das ein bisschen aufregen. Ich habe, glaube ich, was... Was ist das da? Nee, das ist nicht besser. Gut. Also da kann ich definitiv verstehen, dass das die Gegner... dass das die Leute aufregt. Holy moly.